Blick auf dieses grauenhafte Titelbild werfen mit dir. Und da gibt es viel zu beachten. Ja, gucken wir noch mal. Ich weiß gar nicht, ob wir es jetzt ganz drauf kriegen. Oder Peter, vielleicht kannst du auch ein bisschen zurückzoomen oder schaffen Bitte wir es zeig es so. einfach mal so. Ein 80. kleines bisschen tiefer noch. Ja, Ja, ich würde so. es lieber, hol es ruhig dichter ran, Peter. Das Doch, war ich eigentlich würde schön. sowas. Also hier sehen wir, bitte einfach mal ganz kurz, guckt euch dieses Bild an und schaut mal, was das für eine Emotion auslöst. Und dann oben drüber 80,8 Millionen Herzen, die wahre Liebe spricht aus diesem Bild. Also hier ist es wirklich wunderschön. Was für ein schönes Spiel und was für sympathische Sympathieträger werden gezeigt. Hier sehen wir ein Bild des Kampfes, Ja. einer unvorstellbaren Aggressivität und einer Meldung, deren Bild im absoluten Widerspruch zu der oberen Meldung steht. Ja. Diese obere Meldung hat eine sehr starke Symbolik und eine verdeckte Symbolik, über die ich jetzt nicht sprechen will, weil sie uns in eine Ebene führt, die ich mich nicht begeben möchte ohne die Voraussetzung. Aber sowohl die Zahl auch als das Zeichen, was wir vor den 80,8 Millionen haben, hat eine ganz klare Bedeutung. Und da geht es nicht nur darum, ein trennendes Symbol hier zu verwenden. Es geht um eine sehr klare Botschaft. Wichtig aber hier an der Stelle eben, bitte guckt euch einfach das Bild an. Würdest du dieses Bild betrachten und dich kinesiologisch testen lassen, dann würdest du dich wundern, wie stark deine Kraft zurückgeht. Ja, es sind nicht die schönsten Gesichter der beiden. Ne? Die hat man schon mal anders gesehen auch. Hätte man auch andere Bilder. Man hätte ganz andere Bilder zeigen können. Es geht eben hier um Aggressivität nach dem Fußballspiel mit dem hohen Sieg gegen Brasilien. Ich glaube 7 zu 7 1. zu 1, 7 genau. zu 1 wurden ja auch überall auf der Welt wieder Blitzkrieg Ja, die als Panzer. Thema und die deutschen Tanks und all diese Dinge herangezogen. Das ist kein Zufall. All diese Dinge haben eine große Absicht im Hintergrund und dieses Bild ist ein ganz klarer Ausdruck. Es ist nicht das Bild, das etwas mit Feier oder Fröhlichkeit zu tun hat. Zeig es einfach bitte nochmal. Das muss man wirklich, wirklich begreifen. Ja, und wenn du es dir genau anguckst, noch näher ran hältst, du siehst es wirklich, wirklich umso deutlicher, umso näher, umso deutlicher. Ja, es ist nicht zu übersehen. Das ist Und trotzdem wird es von den meisten Lesern nicht gesehen. Glaub es mir, es kann so offen. Die Leute kriegen ins Gesicht gespuckt und bedanken sich für die Erfrischung. Wenn du mir es gibst, ich wollte ja was ganz anderes es geht sagen. noch Ich habe ja mehr. diese Zeitung. Hätte ich ja nie mitgebracht, auch nicht, obwohl dieses Bild natürlich geeignet ist. Und alles natürlich hier Fußball, das ganz große zentrale Thema, warum die Brasilianer für uns sind und überall diese ganzen Dinge. Yogi hat es allen gezeigt. Hier könnten wir viel beobachten, aber das möchte ich gar nicht gerne tun, sondern ich bin auf eine ganz was anderes gestoßen. Und es ist gar nicht schlecht, dass es einen Moment dauert, um die Spannung zu erhöhen. Pass auf. Gleich kommt's. Vielleicht auch die Oh, letzte nein, Frage. nein, 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 nein. Hier. Bitte, mein lieber Joe. Das ist der Hintergrund. Jetzt zeig das doch mal. Lies bitte noch nicht alles vor. Ich möchte einen Teil selber. Du kannst die vorderen Teile in Überschrift vorlesen. Hey, ach, das hat es gesagt. Das Briefgeheimnis um das 4-Cent-Porto. In der Welt ist das eine Welt. Bild am Sonntag, ne? Ja, eine Bild am Bams. Sonntag. Und das war ja die Bild am Sonntag. Da Oh. oben. Das Briefgeheimnis um das 4-Cent-Porto, also das war der Anlass für mich, diese Zeitung zu bestellen. Also ich habe dann angerufen, am Montag habe ich es erst mitbekommen. Und du musst sie mir zurückgeben, ich muss noch was vorlesen. Ich glaube, da tauchst du Ja, auch auf. Na gut. es ist insofern spannend, dass man natürlich jetzt überlegen kann, zum einen, woher kommt jetzt dieses Thema und über welche Wege hat das in die Bildzeitung gefunden? Das werden wir klären. Aber besonders interessant ist, wenn wir den Artikel selber lesen, denn hier steht, ich lese nur mal ganz, ganz kurz daraus hervor, zu Jahresbeginn hat die Post das Briefporto auf 60 Cent erhöht. Einige Kunden sehen darin eher eine unverbindliche Preisempfehlung und kleben nur noch 3 oder 4 Cent auf den Umschlag. Klingt verrückt. Ist es auch. Noch verrückter ist allerdings, die Sendungen kommen an. Und dann steht hier, die Briefbeschwerer, also das ist die Begrifflichkeit nicht etwa für einen entsprechenden Gegenstand, sondern für diejenigen, die nach diesem Verfahren agieren. Die Briefbeschwerer berufen sich bei ihrem Protest, also wo der Protest nun
abgeleitet, weiß ich nicht, auf dem Weltpostvertrag von 1874. Darin stehe sinngemäß, dass die Frankierung ausreiche. Also es ist schon sehr dünn. Man müsse lediglich die Postzahl in eckige Klammern setzen. Manche machen auch, schreiben auch noch Kriegsgefangene im Postraum. Also jedenfalls macht hier tatsächlich die Bild am Sonntag, und jetzt steht hier Folgendes. Bild am Sonntag hat die Sache überprüft und zwei Briefe mit jeweils 4 Cent Porto an Privatadressen in Schleswig-Holstein und Berlin verschickt. Am nächsten Morgen waren sie da. Sie lagen im Briefkasten, wie jeder ordnungsgemäß frankierte 60 Cent Brief. Was sagt die Post dazu? Sprecher Alexander Edenhofer, das ist totaler Quatsch. Im Weltpostvertrag steht überhaupt nichts über nationale Preise. Stimmt ja auch. Mhm. Es geht um die Post ins Ausland. Ja. Also deswegen ja auch der Hinweis. Aber wie auch immer, er sagt es ja richtig. Stimmt, steht davon nichts drin. Jetzt kommt der Moment, auf den ich mich schon gefreut habe. Bleibt eine Frage. Wer verbreitet die Geschichte? Und auch hier gibt uns die Bild am Sonntag Antwort. Unter anderem die Gesellschaft für bewusstes Sein e.V. Satchitananda. Die ist darüber hinaus spezialisiert auf spirituelles Räuchern und richtiges Atmen. Also irgendwie eine unglaublich schräge Meldung. Ich habe das kann ja nicht sein. Aber wir wissen es also, mit unseren Hinweisen hier haben wir es in die Bild am Sonntag geschafft. Auch wenn wir da nicht genannt worden sind, was ich gar nicht schlecht finde. Jedenfalls nur indirekt. Aber man sieht auch, die Bildredaktion guckt bewusst TV oder die Tagesenergien. Irgendwo ist das dahin gelangt. Soweit würde ich gehen wollen. Was hier ganz spannend ist, jedenfalls, es ist natürlich auch nicht irgendeine Ausgabe, sondern es war die Welt am Sonntag-Ausgabe zum Fußball-WM. Und von daher. Die vielleicht viele aufheben und zweimal lesen. Oder also eine witzige, ja. Eine witzige kleine weitere Ergänzung zu diesem Thema. Und gestern habe ich den letzten Brief wieder neu bekommen. Mit 4 Cent frankiert. Herrlich. Also ein Dauerbrenner hier bei Bewusst TV und bei den Tagesenergien. Ja. Mal gucken, was da noch kommt. Das hier entsorgst du dann bitte später. Ach, du wirst es gar nicht wieder haben. Nee, die will ich gar nicht mehr. Wobei, doch, eine Kopie mache ich mir natürlich von der Meldung. Das muss ich schon tun. Können wir vielleicht irgendwann mal an irgendeiner Stelle. Ja, die Fußballergebnisse darfst du dir rausnehmen. Du hast noch was? Eine letzte Meldung. Wenn du keine mehr hast, würde ich die gerne als Übergang in die dahinterliegende Ebene wiederfinden, die viel wesentlicher ist, im wahrsten Sinne. Da geht es um das